ihr Fortnite-Fans da draußen. Ich bin Benneos für... Gameholics? Die neue Map ist draußen und wenn... Das Intro, Leute. Wenn ihr denkt, das war random, ich habe noch ganz andere auf Lager. Auf jeden Fall ist die neue Map draußen und wir müssen natürlich mal einen Rundumschlag machen und uns all die tollen Orte angucken. Und weißt du, wie beschissen es waren, alle Orte irgendwelche Filmaufnahmen zu machen? Das war Wahnsinn. In dem Moment, wo die Server online gekommen sind, kam ich mir vor wie in einem Horrorfilm, wo alle Horrorfilmmonster gleichzeitig freigelassen wurden. Versucht da mal gescheite Aufnahmen für YouTube zu machen, Alter. Aber das H in Benneos steht nicht ohne Grund für Hartnäckigkeit, also habe ich es geschafft. Kennst du schon alle neuen Bereiche auf der neuen Karte? Wenn nicht, dann haben wir hier für dich die Aufklärung. Für den gesunden Stuhlgang zu Beginn des Games, hier natürlich ein neuer Place für dich. Und zwar war dieser Stuhl hier eine Hommage an Chair Entertainment. Infos findest du dazu in unserem Easter Egg Video. Hier wurde jetzt um das Chair Monument eine Touristenhölle aufgebaut. Quasi so kleine Shops, wo man sich Souvenirs kaufen kann. Und dieses wunderbare Kunstwerk eines Stuhles, what the fuck, genießen kann. Aber jenseits der, in Anführungszeichen, Lore, gibt es hier natürlich noch Spawn Points für neue Kisten und generell neue Waffen und es ist ein richtig guter Spot zum Landen, wenn man von dort aus Richtung Tilted Towers oder zu Snobby Shores oder vielleicht sogar Pleasant Park aufbrechen möchte. Generell für die linke Seite ein richtig guter Boxenstopp. Dieser Spot geht wahrscheinlich an viele am Anfang vorbei, denn dieser befindet sich nicht auf der linken Seite der Karte, sondern auf der rechten Seite nördlich des Gefängnisses, des Prisons, und zwar ist es diese Tankstelle, Pass and Gas. An Pass and Gas merkt man übrigens auch, wie einfach die englische Sprache ist. Auf Deutsch wird das ungefähr so vorbeiziehen und benzinisieren. Ich meine ja nur. Generell ist dies eine Tankstelle wie die Tankstelle, die wir ohnehin schon kennen, südlich von Pleasant Park. Und dieser Spot ist vor allen Dingen cool für Leute, die keinen Bock aufs Prison haben oder nochmal abdrehen möchten, wenn sie sehen, dass beim Prison zu viele Leute landen. Außerdem hat man von der Tankstelle die krassesten Sonnenaufgänge. Ich will doch nur aufnehmen, Mann! Was ist denn das für ein Name? Oziriel, wer nennt sich denn so? Kommen wir zu neuem Industriegebiet oberhalb von Flash Factory. Und dort gibt es drei neue Industriegebäude, die sich dort zusammen zu einer kleinen, naja, homogenen Masse zusammenschnörkeln. Und ich hätte gerne mehr hier gezeigt, aber hier ist leider das peinlichste One-on-One seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte zwischen mir und meinem Bezwinger, dass ich hier leider einen harten Cut setzen muss. Es tut mir schrecklich leid, aber nein. Kommen wir zum Umbrella oder dem Regenschirm. Und zwar westlich von Anarchy Acres ist hier dieses neue Monument im Boden. Und zwar ist es ein Steinbruch in Form eines Regenschirmes. Und das Bemerkenswerte ist hier, dass es eine Sackgasse darstellt. Am Ende dieses Zipfels geht es in die Erde rein und dort ist eine Sackgasse. Dort gibt es Kisten zu abluten. Aber das ist eine High-Risk, High-Value-Zone, denn du bist dort voll in Gefangenschaft. Und wenn dir einer von hinten kommt, dann gibt es kein Zurück mehr. Aber wenn du wirklich was aus dir gemacht hast, dann wohnst du in Snobby Shores direkt an der Küste in einem von diesen Prunkbauten, wie auch saudi-arabische Ölhändler hier, die dort auf Bruchköbel ihr Zeitliches segnen. Araber auf Bruchköbel? Ja, glaub mir, ich hab sie gesehen. Shukran, skippe die Skapapu. Kalamagana. Hit it! Snobby Shore. Snobby Shore ist nicht nur ein richtig guter Landeplatz mit guten Kistenspots, sondern auch ein exzellentes Kampfgebiet, weil jeder dieser Häuser separat abgeschottet ist. Generell sind die Buden ziemlich stylisch eingerichtet und also für mich tatsächlich fast einer meiner Lieblingsplätze jetzt hier auf der neuen Karte. Und wenn ihr genau sucht, findet ihr sogar Panic Rooms unten im Keller als geheimes Versteck, wo sich die Araber verstecken. Das Motel, meine Damen und Herren, ist ein schwieriger Ort. Generell zeichnet sich das Hotel durch sneaky Gameplay aus. Es gibt so viele Ecken, wo man sich verstecken kann, alles super verwinkelt, perfekte Fallenspots. Das hier ist so Hinterhältigkeitshausen. Aber es kommt so ziemlich jeder Hans Wurst hier vorbei, der von Osten nach Westen, von Westen nach Osten möchte und...
aber schon geil gemacht. Dieser krasse Ort hier als Füller im Norden ist die zerstörte Stadt, ein Schatten ihrer selbst, ein Bruchteil ihres früheren Glanzes in sich tragend wie ein beschmutzter Diamant. Was ist dieser einsamen Stadt denn passiert? Atomtestgelände? Apokalypse? Ein geheimer Virus? Im Aldi ist das Weltmeisterbrot 1 Cent teurer geworden? Wir werden es nie erfahren. Außer den Kistenspots gibt es keine Auskunft über die Menschen oder die Religion dieses Ortes und ihre Taufpraktiken. Haunted Hill ist nicht nur ein wunderbarer Film aus dem Jahr 1999. Haunted Hill zeichnet sich durch diese verzweigten Oberflächen aus. Auch die Grabsteine bieten dir Deckung. Es gibt sehr viele Möglichkeiten aus Hinterhalt, aber auch aus offenem Angriff, den Feind zu überwältigen. Und von der Größe ist es ungefähr so wie die Racing-Anlage auf der östlichen Seite von Bruchköbel. Visuell eines der geilsten Gebiete, inhaltlich eines der langweiligsten, meiner Meinung nach. Das trifft auch ein bisschen auf Junk Junction zu. Dieser globalgalaktische Schrottplatz mit einem riesigen Lama als Leuchtturm an der Küste ist natürlich sehr interessant auszuschauen und ist an sich auch richtig cool aufgebaut. Was hier im Vordergrund steht, ist quasi das Maze-like Gameplay, dass es hier wie in einem großen Irrgarten darum geht, nicht gesehen zu werden und den Feind quasi von hinten anzugreifen und zu überwältigen. Ich habe an diesem Ort jetzt nicht die übertriebenen Spots für Kisten gefunden und ich glaube, vor allen Dingen Junk Junction wird die gleichen Probleme haben wie die Flush Factory. Es ist so halt so hart ab vom Schuss, dass man im Großteil der Matches einfach lange brauchen wird, um zum Kreis zu rennen und da hat man dann keinen Bock drauf. Mein absolutes Highlight ist natürlich, wie kann es auch anders sein, der Indoor-Fußballplatz und die Schwimmhalle. Einfach, weil dieser Fußballplatz eine eigene kleine Mini-Mechanik hat. Das ist der Hammer. Du kannst mit dem Fußball tatsächlich spielen und wenn du die Tore triffst, dann gibt es sogar eine Animation. Und um alles nochmal zu unterstreichen, wird sogar der Counter für die Tore nach oben gesetzt. Das ist so cool. Von den Spots her, ja okay, ist ein Standard-Spot. Dadurch, dass es mehrere große Hallen und Umkleidekabinen sind, ist es natürlich schwer von außen zu erkennen, ob und wer da gerade am Spielen ist. Aber genau richtig für zwei Gruppen, die sich dort einen Abtausch liefern wollen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein geheimes Signal geben wird, wenn ein Team dort landet, was gegen ein anderes Fußball spielen möchte. Es wäre so. Wow. Tilted Tower, meine Damen und Herren, war die am krassest verlangteste Stadt überhaupt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Tilted Tower hier tatsächlich die Hauptstadt von Bruchköbel ist, denn sie hat alles. Hochhäuser, Gassen, Zimmer, Stockwerke, Feuerleitern, Busstationen, Türme, Sniper-Positions, Hinterhalt-Positions, Ghettos, Einkaufswagen und Hotdog-Stände und Autos und... Auf jeden Fall... viel zu viel, um wirklich auf alles einzugehen, aber du findest hier wirklich jedes Gameplay, was du dir vorstellen kannst. Sniper, Front, Hinterhältige, Sneaky, alles das volle Programm. Im Jotten. An Shifty Shafts merkt man eigentlich, wie schnell das Unreal Tournament Team zur Erstellung von Battle Royale damals ja gearbeitet hat. Sie haben quasi ein Haus genommen und das 500 Mal auf die Karte platziert, ohne wirklich in die Details reinzugehen. Und hier an Shifty Shafts, an dieser großen Minenstation, an dem Komplex aus unterschiedlichen Ebenen, strukturiert und gegliedert durch diese Balken, Treppen und Tunneln, ist wirklich ein idealer Spot, sowohl für Matchbeginn, wie auch vor allen Dingen fürs Ende, wenn die Zone hierhin kleiner wird und dann natürlich das Schwitzen losgeht, ist der Feind unten in der Mine, ist er oben auf dem Turm, ist er in dem Förderwagen, wo versteckt er sich? Generell ein sehr, sehr, sehr geiles Design. Shifty Shafts hier, der aufwendigst designteste Bereich mit vielen Möglichkeiten, sieht schon fast aus wie eine Half-Life 2 Map, ist wirklich der Hammer, liebe ich komplett. Daumen hoch dafür. Das waren alle Orte aus dem neuen Map-Update. Natürlich gibt es noch Patch-Notes und Stuff. Die habe ich aber alle nicht geschafft und ich lasse es jetzt auch einfach sein. Ihr kennt ja die Patches, ihr spielt ja den ganzen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann weißt du, was jetzt kommt. Lass ein kleines Däumchen, da wird leider viel zu oft vergessen. Wenn du immer über den New Shit informiert bleiben willst, abonniere uns doch einfach und schau vielleicht bei uns auf dem Stream vorbei. twitch.tv/gamerholics. Und bevor wir jetzt über die 10 Minuten kommen, breche ich das Ganze jetzt ab. Ich wünsche euch den schönsten aller Tage. Und jetzt haben wir geile Map-Updates. Updates und jetzt habe ich Bock auf neue, krassere Waffen. Mega nice, Mann. Sehr geil. Ja, damit kann er schießen. Go, Hannes. Alter, mach die Waffe runter. Hey, what? Bist du komplett bescheuert? Du hättest uns treffen können. Hannes, hast du sie nicht mehr alle? Ey, geht weg, der zählt davon. Fuck you. Was zum Teufel stimmt nicht mit dir, Boy? Ey Mensch, Hannes, das ist doch alles nur Spaß. Mobbing und Waffen sind niemals ein Spaß.